Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Digimon World 2003 mit mir, Enogard. Wir schwimmen hier noch ein bisschen im Untergrund herum und wollten so ein bisschen hier mal unter Wasser erkundigen, hatten einige Probleme mit bestimmten Digimon wie Gesomon, was hier auch schon wieder aufgetaucht ist. Aber wir wissen ja mittlerweile, wie wir dagegen gut ankämpfen können und ich sollte eigentlich dann das Digimon auswechseln, damit wir besser gehen, damit klarkommen und nicht immer erst das Digimon austauschen müssen. Aber gut, ob wir heute in der Story ein bisschen weiterkommen, weiß ich noch nicht. Kommt ganz drauf an, wie schnell wir hier unter Wasser uns fortbewegen mit Teil Greymon. So. Was mich auch so irritiert ist, dass im Anime wird das ja Metall Greymon ausgesprochen. Also so der erste Teil des Wortes ist zu Deutsch und der zweite Teil des Wortes ist dann Englisch. Sonst müsste es ja Metall Greymon heißen und nicht Greymon. Naja. Also das ist tatsächlich etwas, weswegen ich auch in den letzten Folgen habe ich immer wieder mal Metal, mal habe ich Metall gesagt. Und das hat mich dann am Ende auch so irritiert gehabt. Ob das jetzt Metall oder Metal? Metal. Müsste, warte, wie wird es denn geschrieben eigentlich? Ach, sehe ich gerade nicht. Weil ich habe im Englischen wird es ja mit einem L geschrieben und im Deutschen mit Doppel-L, Metall. Vielleicht könnte man das daraus ja dann herableiten, aber dann würde das, glaube ich, im Anime sogar falsch ausgesprochen werden. Was interessant wäre. Wobei das durchaus möglich ist, mal, weil den hat man garantiert vorher nicht gesagt, wie diese Digimon ausgesprochen werden müssen. Wahrscheinlich gab es einfach dafür auch keine Regelungen. Aber diese Kämpfe gegen Gesomon, die ziehen sich schon ordentlich in die Länge. Wir könnten... Ich probiere es gleich nochmal was aus, aber... Versuche gleich mal das Taumon auf die Stelle einzusetzen. Vielleicht kann ich es mit Elektroattacken tatsächlich sehr leicht besiegen. Nur kam ich ja bisher noch nie dazu, das Gesomon damit anzugreifen, weil es unglaublich viel Schaden gegen Taumon macht. Es besiegt. Ach man. Weißt du, das bewegt sich so langsam nach oben. Da hat man immer das Gefühl, es ist schon besiegt, aber es ist noch gar nicht besiegt. Aber okay. Dann halt noch nicht. Aber jetzt ist es besiegt, oder? Ja, okay, gut. Jo, wunderbar. Rosemon kriegt dafür auch ein Level ab, Metal Greymon auch. Da sieht man schon, gibt es ordentlich viel AP. Ja, es geht leichter zu trainieren als an diesem Ding. Wir möchten unser Demon sortieren. Und tauschen das Renemon nach vorne. Und heilen nochmal mit Patamon. Nicht unter Status, sondern unter Technik. Unser Kotemon hoch. Ui, aber schon ordentlich viele. Magiepunkte verbaut, wahrscheinlich durch die große Welle die ganze Zeit. Aber die ist ja dafür auch relativ stark. Ja. Und dann gucken wir mal, Steuerung ist immer noch gewöhnungsbedürftig, in die andere Richtung, was es da so gibt. Jetzt gleich ist das eine Sackgasse. Aber ich glaube, da kommen wir sogar an ein Gebiet, in das wir sonst nicht reinkommen, also nur unter Wasser das Gebiet erreichen können. Wenn ich mich nicht irre und das noch richtig in Erinnerung habe. Ob es da was gibt, das weiß ich nämlich nicht. So, und wo sind wir? Wir sind im Ether-Dschungel. Aber wir sind in einem Bereich des Ether-Dschungels, den man sonst nicht erreichen kann. Und zwar irgendwo hier hinten. Da vorne kann man langlaufen, aber hier hinten konnte man nicht lang. Aber hier ist tatsächlich auch nichts. Ich glaube... Ja. Okay. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, hier taucht auch eines... ein Digimon auf, was man für die... DRI-Agenten halt braucht. Aber ich weiß nicht welches. Ich bin gerade selbst am überlegen. Die beiden hatten wir schon. Welche gibt es denn noch? Die Nummern. Also mir fällt keins ein, was da auftauchen könnte tatsächlich. Also mir fällt. Also ich glaube, ich habe da noch keins gesehen, aber ich glaube, es taucht auf. Okay, dann können wir mal gucken, wie gut ist das Taumon im Kampf gegen Gesomon. Und da ist dann erstmal direkt den Donnerzwilling ein. Los! Besiege es vielleicht mit einem Schlag. Mal schauen. Nein, es ist nicht mit einem Schlag besiegt. Aber fast. Also, okay, gut. Damit gehen die Kämpfe schneller. Aber unser Renamon stirbt auch relativ flott. Boah, dieser Schaden. Dann sehen wir ja gleich vielleicht sogar eine Blastdigitation zu Sakuyamon müsste es sein. Wäre ja auch mal was. Wobei uns der Angriff, glaube ich, von Sakuyamon nicht so viel bringt, aber warum nicht? Und Renamon kriegt gleich das nächste Level ab.
weil Renamon viel zu schnell erhält. Ja. Dann, ja komm, aber ich will nicht so viele unnütze Level halt damit verschwenden, Renamon hochzutrainieren, weil das geht relativ flott. Wobei ich eh nachher, ja, ist aber egal. Ist letzten Endes egal. Weil ich da dann, wenn wahrscheinlich eh dann das Ganze dann einfach so trainieren werde, wenn ich mal Lust dazu habe und es mal wieder nötig wird. Aber momentan ist das eh ziemlich egal. Schwimmen wir einfach weiter mit dem Digimon weiter vorne, haben wir gerade nochmal geheilt. Brauchen wir zwar jetzt nicht direkt, aber wir schwimmen gleich, gehen ja gleich schon wieder unter Wasser. Und zwar hier hinten in der Stadt. Dort gibt es nämlich auch eine Stelle, wo man unter Wasser tauchen kann. Aber vorerst müssen wir noch in die Gaststätte, weil ich will die Magiepunkte von Patamon wieder auffrischen. Denn das könnte halt im Zweifel relativ sinnvoll sein. Und wäre es auch im Nicht-Zweifel. Und das Geld haben wir... Ja, guck mal, wir haben schon wieder 10.000. Ich glaube, vor zwei Folgen haben wir... Oder vor drei Folgen haben wir ja so viel Geld auf den Kopf gehauen. Und dann hatten wir kaum noch was. Nur 3.000 oder sowas. Also Geld kriegt man schnell wieder. Man hat ja auch gesehen, diese Gesomons geben uns ja knapp 240 Bits. Was ja schon was ist. So, jetzt lässt du mich auch durch. Was? Du willst noch weiter? Okay, aber sei vorsichtig. Okay. Also wir dürfen hier weitergehen. Was ist hier hinten? Was habt ihr vor mir versteckt? Vor mir versteckt habt ihr einen Gang nach unten. Einen sehr langen Gang nach unten. Ach, einfach nur eine Plattform. Das heißt, da hätte ich zwar die ganze Zeit hingekonnt, aber hätte mir nichts gebracht. Wow. Aber in dieser Plattform gibt uns einen Weg, wohin, wo wir sonst nicht hin können. Natürlich. Sonst wäre das ja auch sinnlos, diesen Weg zu versperren. Wenn wir da auch anderweitig hin könnten. Aber erstmal kommt wieder ein Dolphmon, welches wir wahrscheinlich genauso gut mit einem Donner-Zwilling erledigen dürften wie die Gesomons. Und da sieht man, dass der Delfin zappelt nur noch rum und ist schon besiegt. Hat sogar mehr Schaden gemacht als die große Welle. Jo. Dann gehen wir weiter nach hier hinten, oder schwimmen besser gesagt weiter nach hier hinten, durch das eine Tor. Eigentlich ist die Steuerung gar nicht so kompliziert. Man muss sich halt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen für das Submarimon. Und dann geht es. Okay, dahinter können wir nicht lang schwimmen. Da müssen wir drüber. Okay, haben wir geschafft. Hier müssen wir unten durch. Kann man hier hinten lang schwimmen. Nein, da müssen wir auch wieder oben drüber. Keine Ahnung, warum das man sich gedacht hat. Oh, dann machen wir einfach sowas, wo man dann einfach nur warten muss, um dran vorbeizukommen. Das ist so nervtötend. Ich meine, das ist ja keine Herausforderung. Man muss ja wirklich nur warten, bis es aufgetaucht ist. Naja, okay. Stolfmon ist auch besiegt. War auch nicht anders zu erwarten. Und Tauermon... Oh, nice. Wir können jetzt die, ja, ich habe gerade den ganzen Faden verloren. Wir können jetzt den Donner-Zwilling laden. Das heißt, wir können mit allen Digitationen von Renamon jetzt den Angriff einsetzen. Was gut ist. Und hier hinten haben wir nichts, okay. Dann gehen wir weiter in dieser Höhle nach oben. Da muss irgendwas sein. Ich meine zumindest, das so noch im Kopf zu haben. Und hier oben ist ein Digimon. Und zwar ein Shogun-Gekumon. Also, ja, hier können wir relativ sicher auch verwirrt werden. Mal schauen. Es sei denn, der Donner-Zwilling ist schon zu stark für das Shogun-Gekumon. Und es zeigt uns das gar nicht erst. Ah, nein, das Shogun-Gekumon kommt zu einem Angriff mit dem Verwirrungsgas. Wir werden sehen. Wir wurden getroffen. Aber... wir sind verwirrt. Die Musik ist schon mal lustig. Und wir haben jetzt die Möglichkeit weinen, verführen, tanzen, gestehen, lachen und prahlen. Ich kann mich an die Musik gar nicht erinnern, aber okay. Ja, also es ist im Prinzip egal, was wir machen, weil hinter jeder Aktion wird irgendwas Zufälliges ausgeführt. Wir weinen einfach mal. Okay, wir greifen noch an. Das ist schön. Das ist schön. Gut, jetzt haben wir einmal die Verwirrung gesehen, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. So.
Weg damit. Yeah, Kampf gewonnen. Naja, 490 Bit immerhin. Also hier kann man sehr gut Geld sammeln, sofern man das Glück hat, nicht die ganze Zeit hier so von Verwirrung bestraft zu werden. Ah, guck mal, da haben wir eine Truhe. Was ist drin? Ist eine Armbrust, okay. Eine Armbrust, klar. Warum nicht? Ist die Armbrust gut? Besser als das, was wir momentan haben? Hier ist nichts. Schauen wir mal nach. Unter Items. Ne, eigentlich unter Ausrüstung. Schauen wir mal kurz unter Rüstung. Rüstung, da. Wo ist denn... Ne, Rüstung ist es nicht. Waffen ist natürlich eine Waffe, ja klar. Armbrust. Beidhändig. Aber keine Information. Na, da müssen wir... Ja, warte, Moment. Moment. Da müssen wir über Status gehen. Schau ich mir aber einfach mal Renamon an. Ausrüstung. Haben momentan Knochenstab. Armbrust. Kann ich gar nicht ausrüsten. Okay. Aber wahrscheinlich, ich glaube, richtig, die Armbrust kann, glaube ich, nur das Monmon ausrüsten, weil das so eine Fernkampfwaffe ist. Okay. Also für uns ein komplett unnützes Item. Ja, okay. Aber immerhin, jetzt haben wir einmal die Verwirrung gesehen und sehen die gleich hoffentlich nicht nochmal im Kampf gegen das Shogun-Gekumon. Mal schauen. Los, Donner-Zwilling! Und das macht wahrscheinlich wieder nicht genug Schaden, aber... Okay. Ich habe immer so die Hoffnung, dass wenn die so zögern, auch so stehen, dass die... mich nicht angreifen. Das war ein normaler Angriff, oder? Nee. Doch, es war ein normaler Angriff, ja. Okay. 590 Schaden! Zum Glück verwirrt der Angriff dann nicht noch dazu. Okay, ich möchte tatsächlich das Renamon auswechseln. Ich möchte mir die Blastigitation nämlich aufbewahren. Falls wir sie tatsächlich mal brauchen. Dann wäre es wirklich schön, dass das möglich wäre. Jetzt möchte ich sortieren wieder. Was nehmen wir denn diesmal dann nach vorne? Wir nehmen das Patamon können wir durchaus nach vorne nehmen, weil wir schwimmen ja gleich noch ein bisschen und die große Welle macht immerhin genug Schaden. Ne, ich will mich nicht sortieren. Technik. Sondern nochmal kurz das Renamon voll heilen, genau. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weiter können wir jetzt über den Strand hinter dem Dschungel. Da ist nämlich auch nochmal eine Tauchplattform. Und über diese Tauchplattform können wir ins nächste Gebiet. Also, ja, in ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Aber dieser Shogun-Gekumon sagt, nee, noch nicht. Muss erst noch den Kampf gegen mich schaffen. Und mit Rosamond wird das vielleicht sogar noch eine Herausforderung, je nachdem, wie viel Schaden wir machen. Okay, es wird eine Herausforderung, vor allem wenn es uns jetzt verwirrt. Eine nicht sehr schöne Herausforderung wäre das. Es verwirrt uns... nicht, okay. Macht ein normaler Angriff mehr Schaden? Das ist auch immer eine gute Frage. Und ein normaler Angriff macht nicht mehr Schaden. Okay, also es ist ein normaler Angriff, der macht... Rosamond ein bisschen mehr Schaden. Und zwar... Okay, Rosamond steckt das locker weg. Hat auch anscheinend gute Verteidigungswerte dafür. Dann hier einmal die große Welle auf das Shogun-Gekumon. Der Frosch ist leider noch nicht ertrunken, sondern überlebt so ganz knapp. Mal wieder. Greift aber zum Glück auch nur normal an, sodass wir keine Angst haben, von Verwirrungsgas getroffen zu werden. Und wird damit... Ja, okay, ich nehm's zurück. Vielleicht werden wir doch verwirrt. Es darf nämlich zweimal angreifen. Bitte jetzt nicht. Nicht so kurz. Nein. Ja, Ja, komm, wir sind einfach mal verrückt. Patamon, ich verlasse dich! Okay. Ja, schön. Nochmal der Verwirrungsgas. Wir sind aber zum Glück schon verwirrt. Das heißt, es ist uns jetzt auch egal. Ja, also... Patamon ist verwirrt, ja. Wir verlassen dich. Ich verlasse dieses Haus. Okay. Ja, es ist durchaus möglich, dass man durch eine Verwirrung stirbt. Ja, wie man sieht, das bleibt nicht auszuschließen. Ich lache einfach mal. Okay. Ist Lachen tatsächlich immer die Attacke? Nein, lass es mal was weinen, stimmt.
Es ist einfach komplett zufällig, was man machen kann. Juhu, gewonnen. Okay, wir haben die Technik. Okay, wir haben die Technik gelernt, Gift zu heilen. Ja, gut. Verwirrung heilen wäre besser, aber das bringt nichts. Ach, doch, ich glaube, Verwirrung bleibt beim Tauschen nämlich bestehen. Es ist anders als in Pokémon, wo die Verwirrung weggeht, wenn man austauscht, aber hier bleiben die Veränderungen, die man hat, halt dauerhaft für den Kampf. Außer Fluch, das bleibt auch noch nach dem Kampf bestehen. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist mit Patamon einmal zu heilen. Denn es hat ja sehr viel Schaden genommen. Ein bisschen mehr als mir lieb ist. Machen wir aber zwei Heilungen. Geht ja alles. Und dann schwimmen wir wieder zurück in die Stadt. Zack, 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 zack. Und los. Kommen wir drüber. Ja, okay, irgendwie da vorbei. Und da kommt das nächste Kampf gegen Dolphmon oder gegen Gesemon. Das ist ein Dolphmon, okay, gut. Scheint tauchen hier nur Dolphmons auf. Das ist angenehm. Ja, da war eine kleine Verzögerung, ist gerade drin. Du bist die große Welle kam. Da wehrt sich. Wie will man sich gegen Regen wehren? Okay, das war ja keine Wehre. Das war kein Regen. Das war ja eine Welle. Aber hier kommt der Regen. Dagegen habe ich mich nicht gewehrt. Aber sollte mich eigentlich der Regen nicht heilen, weil ich bin ja in so einer Art Hose. Ja gut, ne? Zu viel Regen ist auch natürlich auch für Blumen schädlich. Stimmt. Ach so, wir besiegen das gar nicht damit. Dann war es damals, als wir das besiegt haben, damit anscheinend nun kritischer Angriff. Okay, das ist gut zu wissen. Und der darf uns jetzt zweimal angreifen. Das ist nicht so schön. Und sein normaler Angriff macht auch mehr Schaden als sein Regen. Wie sieht es mit unserem normalen Angriff aus? Der macht nicht mehr Schaden. Okay, dann bleiben wir bei der großen Welle. Also zwei große Wellen und ein normaler Angriff sollte aber trotzdem einmal ausreichen. Los, große Welle. Und dann mal schauen. Dass wir hier auch endlich mal wieder rauskommen. Aus dem Unterwassergebiet. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man sich unter Wasser deutlich langsamer fortbewegt. Beziehungsweise auch mehr Digimon auftauchen als über Wasser. Kann aber auch nur ein Gefühl sein. Es wäre meistens so, dass man... okay, da kommen wir durch. Direkt ins nächste Gebiet. Sobald man kann, immer direkt wechseln, damit die Chance nicht da ist, dass noch irgendein Digimon auftaucht. Hier geht's auch nochmal lang. Und da können wir auftauchen, mit dem wir das nächste Dorfmann besiegt haben. Juhu. Einmal eine große Welle. Los. Komm. Die große Welle spült dich weg. Vielleicht sogar ein kritischer? Nein, schade. Dann halt kein kritischer Schaden. Du machst aber auch keinen kritischen Schaden. Hoffe ich zumindest. Und das ist keine Ahnung. Gut. Und ein normaler Angriff. Vielleicht kritisch ja jetzt. Das Dolphmon muss besiegt werden. Aber so noch nicht. Okay, dann durch die nächste große Welle. Aber vorher kriegt Dolphmon noch zwei Angriffe. Da ist halt relativ schneller ist als das Rosemon. Und jetzt aber einmal mit der großen Welle. Los. Damit ist das Dolphmon auch besiegt und wir können endlich auftauchen und uns zur nächsten Tauchstelle aufmachen. Nachdem, natürlich werden wir uns erst wieder... Oh, Patamon hat schon das Level erreicht. Das ist gut. Das freut mich irgendwo. Aber ich... Oh, come on. Das war nicht der Plan. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass wir den Level up haben, aber nein. Da muss natürlich ein Dolphmon auftauchen und erstmal die ganze Freude wegnehmen. Das könnte sogar jetzt kritisch werden für das Rosemon, da wir gar nicht mehr so viele KP haben. Weil ich mich jetzt nicht geheilt habe, weil ich dachte, dass wir rechtzeitig wieder an Land kommen. Aber anscheinend nicht. Aber gut, der Gegner setzt den Regen ein. Das ist dann nicht ganz so gefährlich wie der normale Angriff. Hätte uns wahrscheinlich nicht besiegt, auch mit drei normalen Angriffen nicht. Aber er setzt weiter den Regen ein, das ist schön. Da ist das Rosemon im roten Bereich. Wird weiter angegriffen und das wehrt sich auch gar nicht erst gegen den Regen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht, weil wir dadurch ja auch die Blastleiste füllen.
Doof wird das halt nur, wenn wir K.O. gehen tatsächlich, weil dann ist die Blasleiste auf 0 gesetzt. Ich glaube zumindest, dass die auf 0 gesetzt wird. Wobei ich mir da gerade selbst ziemlich unsicher bin. Aber wir haben es so gerade eben geschafft, das Dolphin zu besiegen. Und ich würde jetzt theoretisch wirklich normal weiterschwimmen. Aber da wir gerade gesehen haben, wie weit wir uns gerade eben erst fortbewegt haben, gehe ich das Risiko gar nicht erst ein und heile erstmal nochmal das Rosemann voll. Die Magiepunkte haben wir dafür nämlich noch. Und können dann weitergehen in die Gaststätte. Los. Nein, da hoch. Okay, gut. Das haben wir noch rechtzeitig geschafft. Müssen wir nochmal diesen langen Weg nach oben wieder zurücklaufen. In die Gaststätte zurück. Ja. Einmal durch die Susaku. Ach, da müssen wir erstmal Treppe hoch. Oder Leiter, besser gesagt. Leiter hoch, Leiter runter. Sag mal, sagst du irgendwas Neues? Lucky Mouse ist in diesem Server? Ich möchte ihn gerne mal sehen. Ich dachte, er ist böse für euch. Oder ist sie jetzt keine Angestellte von... Sind die ja keine Angestellten von dem Unternehmen hier? Von... Ich weiß gar nicht, wie das Unternehmen heißt. Digimon Online? Ich weiß es echt nicht. Na, egal. Jetzt heilen wir nochmal kurz unsere Digimon und dann ist es auch schon vorbei mit der Folge. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich konnte euch zeigen, wie die Konfusion aussieht. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wünsche euch dann bis dahin einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Und verabschiede mich, euer Enogard. Ciao.